Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario hier im Kristallpalast, unseren 17 Dungeon. Und ja, wir sind im letzten Part schon hinter die Spiegelwand getreten und haben unser Spiegelbild besiegt, das sich ja als, boah, wie hießen die? Ja, diese kleinen Gegner, die sich eben in andere Leute verwandeln können, zum Beispiel uns beide. Und die haben wir besiegt. So, wir kriegen hier ein Item, okay. Schade, hab mir ein bisschen mehr erhofft, aber naja. Trotzdem, Flächenangriff nehmen wir immer gerne mit. Auch wenn ich es nicht so oft benutze. Ich werde mich aber bemühen, es öfter zu benutzen. So, hier könnte ich durchbashen wahrscheinlich. Will ich das denn? Denn ich kann ja auch mit dem Fahrstuhl runterfahren. Na komm. Für die Wissenschaft. Okay. Trampolin ist auch am Start. Hier gleich mal, komm, ich will gleich mal fighten. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf den Kampf. So. Die hängen fröhlich von der Decke. Theoretisch. Mega Bombe und das war's. Let's go. Bam. Ah, macht nur 7 Schaden? Ups. Ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht bedacht. Naja, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. So, die saugen Blut. Hat er sich mal 8 Schaden gemacht? Oder bin ich falsch? Haben nicht mehr so viele BP, aber wir sind bald Level up. Dementsprechend hätte ich gesagt, das halten wir noch irgendwie durch. Wir versuchen unser Bestes. Kommen wir den Klima auch noch. Oder ich jump meisterhaft rüber. Nice. Okay, eine Schatzkiste. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel? Du hast den P ab und V rauf Orden erhalten. Senkt die Angriffskraft um 1 und erhöht die Verteidigung um 1. Oh. Das ist nicht so bad. Kann man machen. Ich meine, wir haben schon eine relativ hohe Angriffskraft, finde ich. Achso. Ja. Die Frage ist, wie viel kostet der? Warte, ich will mal gucken. Allerdings sagt man ja immer, ja, 2 ist eigentlich nicht viel, ne? Aber Angriff ist normalerweise die beste Verteidigung. Und ich habe jetzt nicht wirklich Probleme, dass die Gegner zu stark wären. Oh Gott, das ist ja ein Kamek. Weißt du was? Ich würde jetzt mal... Jo, ich benutze ein Item. Ultrapilz, Alter. Jo, Sternwind, ne? Oder Donner? Donner könnte eigentlich auch reichen. Ne, komm, ich nehme Sternwind. So, zack. Ballern wir die erstmal alle weg. So kriegt jeder schon Schaden. Und dann würde ich mal das Mitglied wechseln und irgendjemanden mit einem bisschen Flächenschaden nehmen, der das schafft, bei allen 5 Schaden zu machen. Ich glaube, Sushi mit einem Tsunami wäre da nicht schlecht, oder? So, ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Okay. Ah, ich glaube, es sollte ausreichen. 7 Schaden. Sehr schön. So, BP sinkt ins Bodenlose. Ich weiß gar nicht, habe ich aktuell irgendwas, um BP aufzufrischen? Ahornsirup. Ja, komm. Wir nehmen das mal. Dass wir das noch irgendwie überbrücken können. Bis zum Level Up. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Okay, ja, wir haben jetzt einen Orden bekommen und ein Item. Das heißt, hier war jetzt eher so optional. So, ich kann jetzt hier hinten auch raus. Achso, ich war hier hinten schon, ne? Ja. Hier gab es einen Sternsplitter. Ich erinnere mich. Ist jetzt schon wieder ein Tag her, seit ich aufgenommen habe. Deswegen, ich muss erstmal wieder reinfinden. Aber hier.
fahren wir nach unten, oder? Ja. Und da sollte sich ja jetzt ein bisschen was verändern, theoretisch. Einen Schlüssel sollten wir immer noch nicht haben. So, jetzt weiß ich nicht. Das ändert sich ja auch nicht, komischerweise. Das verstehe ich nicht ganz. Weil hier sind wir immer an derselben Position, oder? Ja, das ist leer. Das verstehe ich nicht ganz. Wir können da drinnen alles umherfahren und wir sind hier draußen immer noch auf derselben Etage. Das ist irgendwie merkwürdig. Oder es ist halt nur Trug. Und wir fahren gar nicht hin und her, aber dann würden ja die Räume nicht wechseln. Oh, die wechseln auch gar nicht. Jetzt bin ich noch verwirrter als sonst. What? Was passiert hier gerade? Haben wir einen Schlüssel? Hallo? Abgeschlossen. Ich bin stark verwirrt. Ich erinnere mich, dass an der anderen Seite drüben auf der Seite ein X ist. So, wir haben hier das Loch. Wir sind doch jetzt aber nach unten gefahren. Ich verstehe das nicht. Was passiert hier? Okay, nehmen wir jetzt mal an, das wäre wirklich exakt gespiegelt. Wir haben auf der anderen Seite irgendwie auch so Bombenbereiche, ne? Ich glaube, ich muss mir die andere Seite nochmal angucken, was da genau passiert ist. Also wir haben hier jetzt wirklich nur optionale Sachen. Okay, ich hätte sich gedacht, dass wir jetzt nochmal so einen krassen Rätsel-Dungeon bekommen. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich den auch irgendwie in einer Aufnahmesession aufgenommen. Weil jetzt liegt halt wieder ein Tag dazwischen und ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist halt das Doofe. Okay, ich fahre erstmal wieder nach oben. Ach so, diese Räume bleiben gleich. Ich verstehe. Ich ändere ja quasi nur das hier. Ne, das ist ja komplett, fährt ja mit. Das heißt, die Räume da drüben fahren auch komplett mit. Da ändert sich nichts. Wenn ich das jetzt richtig sehe. So, hier ist eine springbare Wand. Okay, ich brauche irgendwo einen Schlüssel. Hier. Wir haben jetzt quasi unser Spiegelbild gekillt. Ja. Eigentlich spiegelt das Ganze nicht. Macht mich trotzdem fertig hier. Okay. Ich gehe jetzt mal hier rein. Oh. Hier ist jetzt auch ein Loch. Das heißt, alles, was sich hier ändert, ändert sich hier auf der anderen Seite auch. Gott. Oh, ich habe die Gegner getötet auf der anderen Seite. Das zählt jetzt nicht. Egal. Die bashe ich auch nochmal schnell weg. Ich hole die mal eben mit einem super Beben von der Decke. Ich will ein Level abbekommen, Leute. Sorry dafür. So, dann machen wir hier nochmal eine Bauchlandung. Bam. 5 Schaden ist eigentlich auch geil. Oh, die Attacke mag ich gar nicht. So, und dann nochmal mit einem kleinen... Na toll. Ich brauche keine doppelte Angriffskraft. Junge. Nicht bei dem Gegner. Oder doppelt, plus 3. So, 84. Ja, 2-3 Runden noch. Aber ich denke, hier wird sich jetzt nichts geändert haben. Ich muss wahrscheinlich durch das Loch. Wir waren ja in dem Raum schon. So. Steht hier genau dasselbe. Das wäre irgendwie doof. Nee. Nee. Das ist anders.
So, jetzt ist die Frage, ich sprenge ja hier jetzt ein Loch rein. Ob sich das auf der anderen Seite auch ändert? Oh Gott, was denn? Ach nö. Was? Wer seid ihr denn? Warum versucht ihr alle wie ich auszusehen? Mario, sag bloß, du kannst die wahre Bobette nicht herausfinden. Du erkennst mich doch, oder? Hey, das habe ich gehört. Du verbreitest Lügen, du Betrügerin. Ich bin die echte Bobette. Oh nein, oh nein. Mario, schau mir in die Augen und du wirst die Wahrheit erkennen. Ich bin die wahre Bobette. Nur ich kann die echte sein. Die anderen hier sind nur Lügnerinnen. Ich bin es, Mario. Ich. Fall nicht auf diese üblen Tricks rein. Wenn du dich täuschen lässt, jage ich dich in die Luft. Ich bin die wahre Bobette. Bitte, vertraue deinen Augen und sieh mich an. Ich lüge nicht. Nein, halt das nicht mehr aus. Mario, schmetter dem Betrüger deinen Hammer um die Ohren. Sie alle geben vor, ich zu sein. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Oh, das ist eine nette Idee. Das wird die Sache klären. Ja, gute Idee. Ich hasse Betrüger. Mario, ich bin die echte Bobette. Also wage es nicht, mich zu schlagen. Kann man das irgendwo unterscheiden? Also es gibt auf jeden Fall welche, die mich beleidigt haben. Ich schätze immer noch, dass sie hier die echte ist. Mario, ich bin Bobette. Ich werde dir niemals vergeben, wenn du das hier vermasselst. Aber jetzt. Okay, nee, die rennen immer weg. Okay. I understand. Mario wird sich auf keinen Fall irren. Wir sind schon so weit miteinander gereist. Stimmt doch, oder Mario? Du weißt, wer von uns die echte Bobette ist. Kann ich nicht einfach... Was mache ich da? Das war dumm. Kann ich nicht einfach meinen Typ wechseln? Shit. Ich glaube ja, dass sie das ist. Ich glaube nämlich, die macht doch immer Herzen, oder? Macht die nicht immer Herzen? Shit. Mario, ich bin Bobette. Ich werde dir niemals vergeben, wenn du das hier vermasselst. Scheiße. Mario? Ich bin Bobette. Shit. Herzen oder? Okay, gut. Verflucht, ich dachte, wir könnten dich völlig verwirren. Ich komme wieder. Oh Gott. Wenn du mich mit dem Hammer geschlagen hättest, hätte ich dich bei deinem nächsten Nickerchen gesprengt. Aber du hast du ja nicht getan. Ich bin so froh, dass du mich als die wahre Bobette erkannt hast. No, gab ein Herzchen, ein Küsschen. Boah, das war aber, das war schon knackig. So, roter Schlüssel. Okay, wir kommen weiter. Holy moly, Leute. Wenn ich falsch geschlagen hätte, was wäre passiert? Hätte ich dann kämpfen müssen gegen die übrigen? Oder wie wäre das, was wäre passiert? Würde mich mal interessieren. So. Wir saven mal, würde ich sagen. Eieieiei. Okay, dieser Dungeon strapaziert meine Gedanken und Nerven. Aber trotzdem irgendwie ist er auch cool. So, ich wette mit dir, man kann das jetzt auch von zwei Seiten angehen, hier mit der roten Tür.
dass man einmal nochmal hochfahren muss, dann hinter die Spiegelwand und dann... Vom Bett steckt fest. Ja, und dann einmal quasi auch nochmal durch die rote Tür. Ah ne, ich kann hier direkt durch. Alles klar. Oh Gott, ich bin maximal durch. Wer bist du? Der große und mächtige Kristallkönig hat mir befohlen, niemanden passieren zu lassen. Du führst nichts Gutes im Schilde, daher muss ich dir nun leider sehr wehtun. Ach so. Oh, den Kamek hat man noch nicht. Der Black Kamek. Wie heißt der Grüne? Das ist ein grauer Kamek, ja. Er ist ein Magier des Cooper-Clans. Dieser grauen Robe sind zwar nicht sehr modisch, aber irgendwie doch cool. Okay, er kann seine Kumpanen mit Magie transparent machen. Ah, wir können transparente Gegner nicht angreifen. Lass sie uns schlagen, bevor der Spruch reif wird. Was meinst du? Die Sache ist, ich habe jetzt keine 11 Schaden, um den irgendwie zu besiegen. Das ist natürlich doof. Okay. Vier Schaden. Okay, er wird jetzt transparent oder wie für eine Runde? Ja. Angriffe zeigen keine Wirkung. Ja, ist okay. Nehme ich so hin. Boah, gibt auch nur einen Erfahrungspunkt. Nichts tun. Na. Boah, wie lange hält denn das an? Heilige Scheiße. Ja, aufladen ist eigentlich auch sinnlos. Ja, nichts tun. Und nichts tun. Okay, das haben wir geblockt. Sehr schön. Und jetzt können wir den auch noch wegbouncen. Und du natürlich auch. Kopfnuss. Okay, wäre vielleicht besser gewesen, den als erstes zu machen. Wir haben nämlich ganz schön auf den Nüschel bekommen, aber naja. Das passt schon. Ah, okay. Die Statue hinten ist jetzt auch weggegangen. Ich lass dich nicht vorbei. Ich tu's nicht, ich tu's nicht, ich tu's nicht. Ich lass dich nicht vorbei. Du kannst nicht vorbei. Wenn du hier vorbei willst, dann musst du erst an mir vorbei. Okay. Was nun? Macht er auch transparent, der da hinten? Okay, wir kennen erstmal alle. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie gehen wir die Sache an? Das ist jetzt die Frage. Ich ein Item benutzen? Oder machen wir einen Hammer? Wir machen Hammer, oder? Müssten wir 6 Schaden machen und hinten auf den Kamek spring ich dann erstmal drauf. Wie mal 4. Jo. Mach mal so. Zack, 6 Schaden. Und du, Gumbario, machst eine doppelte Kopfnuss auf den da hinten. Zack, haben wir den schon mal weg. Der Buffer und Heiler ist weg. Sehr schön. Oh Gott. So, und dann machen wir, jo, Jump-Attacke. Zack und tschüss. Und nochmal hier eine schöne Kopfnuss drauf. Okay, perfekt. Und dann haben wir 93 Erfahrungspunkte und es fehlen noch 1-2 Kämpfe fürs Level Up. Okay, wir können halt jetzt durch die Kämpfe da hinten Statuen beseitigen. So, ich hoffe... Ey, hast du nicht gehört? Ich sagte, ich rühre mich nicht vom Fleck, hast du kapiert? Hast du eine Vorstellung davon, wie sauer der Kristallkönig sein wird, wenn ich dich vorbeilasse? Ich will nicht, dass er sauer auf mich ist, deshalb muss ich dir jetzt eine Lektion erteilen. Und dann versuche es doch. Wer ist jetzt da das dabei? Mann, da fehlt dann ein Erfahrungspunkt, um das Ding hier zu beenden. Leider. Schade. Okay, ich hätte gesagt... Ba-da-da.
ich mache einmal den hier. Sternwind oder Donnerzorn? Sternwind, ne? Ja, komm, ich mach Sternwind. Trink mal schon Kaffee. Und nach dem Kampf ist der Part leider auch schon vorbei. So, und jetzt wechsle ich mal auf Koopa. Ich hoffe, der Feuerangriff kostet nicht so viel. Mist, 5. Paralysiert alle Gegner am Boden. Das könnten wir auch machen. Drücke A so schnell wie möglich. Ja, das schaffen wir doch. Wow. Ich habe echt richtig krass A gedrückt. Aber gut, die sind alle paralysiert. Damit komme ich klar. Das heißt, wir können die schon alle wegbashen. So, BP habe ich jetzt gar keine mehr. Ich muss echt aufpassen. Warum gibt es da 3 Erfahrungspunkte? Hä? Ah doch, es reicht fürs Level ab, ne? Wenn ich die alle besiege. Jo, cool. Okay, Sushi. Macht irgendeiner 6 Schaden? Ja, Gubario. Nein, ich hab's verkackt. Scheiße. Oh nein. So. Naja, Level up bin ich trotzdem. Der eine wird jetzt wahrscheinlich fliehen, oder? Ach ja, ich darf nochmal. Okay, cool. Schon ein mächtiger Angriff, ne? Gegen so viele Gegner. Sollte ich öfter mal einsetzen. Okay, wir sind Level up. Das passt ganz gut, denn wir kriegen jetzt neue Punkte. Und ich gehe auf jeden Fall mit den BP-Punkten. Jo. BP ist unser Angriff. Ist Kraft quasi mit. Und unsere Flächenangriffe. Die brauchen wir. Angriff ist die beste Verteidigung. Okay, Leute, im nächsten Part geht es dann weiter hier im Kristallpalast. Und ich hoffe, dass wir dann, gut weiterkommen auf der anderen Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.